So. Ach, da. Ist das dann noch irgendwann mal zu Ende? Na, wenn da nichts blitzelt, ne? Ja, genau bei dem Ast, ey. Kotzen. Das hält sich ja noch an Grenzen. I'm not amused about that. Warum sind die denn hier alle so super stark? Ist ja gut jetzt. Ich sollte das alles rausschneiden, glaube ich. Das wird zu aggressives Let's Play. Die liebste Beschäftigung von uns hier in diesem Spiel ist heilen. Das hätte vielleicht nicht sein müssen. Weil wenn man schon mal dabei ist, dann kann man auch mal kurz heilen. Ich probiere jetzt auch irgendwann... Oh, wo sind wir denn jetzt? Kann man da runterfallen? Das wäre auch schön, jetzt nochmal irgendwie vielleicht... Komm, wir wollen es auch mal sehen, aber es sieht noch nicht anders aus. Schade. Sehr gut. Schön. Du doof Mann. Warte, wie man in den Wald ruft, schallt's hinein wieder raus. Gell? So, wenigstens einer ist schon mal weg. Boah, ich hasse mich, ey. Ich meine, ja gut, ne? Alles, was ich jetzt sage, denke ich ja auch eigentlich. Also eigentlich spreche ich ja nur das aus, was ich denke. So. Oh. Na, immerhin. Die Phönixfeder, die uns gefehlt hat, bekomme ich jetzt zurück. Achso, hier geht's rein. Oh, kann ich mich da heilen? Bitte. Nee. Bestimmt gibt's hier noch irgendwas abzugreifen. Oh, was ist das? Den lasse ich drin. Lamia. Oh, an den erinnere ich mich auch immer. Sehr, sehr dumm. Hör auf damit. Bevor es irgendwas macht, schreie schon rum. Also dieser Lamia erinnert mich allerdings an den aus Final Fantasy 9. Der da in dieser Grotte da war, schon später. Sehr interessant, sehr interessant. Runenbogen, was ist denn ein Runenbogen? Bei Item gucken. Ach, sieh einer an. Ist der besser als der Killerbogen? Ja, wo ist denn der? Der ist gar nicht da. Dann kann er den gar nicht tragen, wa? Ist ja auch doof. Na, dann ist das so. Da muss ich hin. Da komme ich her. Elixieren, das ist auch schon mal schön. Solche Sachen werde ich aber gucken, dass ich mir die vielleicht so ein bisschen aufbewahre. Weil ich bin so ein Mensch, ich hatte auch, wo ich dann Final Fantasy 8 gespielt hatte, 10.000 Heilentränke, übertrieben gesagt. Weil ich immer so gedacht habe, ja, ach, ach.
Bewahrst es mal auf, du brauchst es ja noch. Aber im Endeffekt, lass das. Oh nein. Im Endeffekt, brauchst du, warum braucht man das überhaupt nicht? Na, von daher, ich denke mal, es kann ja noch mal schlechter kommen. So, aber ich meine, so viel Geld machen wir auch gerade momentan. So sehr sparsam ist man dann einfach. Oh, Alter, ne. Die Kraft der Dunkelheit ist wunderschön. Ein schwarzer Gobelin aus Chaos. Ein Gobelin, auf den ich eine alles umhüllende Nocturne zeichnen würde. Mit dieser Festung, den Soldaten von Argus, unter Kraft der Dunkelheit werde ich die Welt beherrschen. Es ist Zeit zu sterben. Ich glaube nicht. Er studiert, er nimmt erstmal ein Item und zwar brauche ich jetzt die Augentropfen für Sasu. Sie geht, da sie ja eigentlich nicht so viel macht, nach hinten und er greift an schon mal. Achso, ich muss auch Enter drücken. Keine Schwachpunkte, okay. Du doof Mann! Aber bitte lieber, lass mich nicht tot sein. Das ist aber schwer, ja. Baby muss anfangen mit Zaubern gleich in der nächsten. So, er geht auch einen nach hinten, weil ich einfach Schiss habe. Er fängt an, noch nicht mit Magie. Sondern doch. Er zaubert schon mal Vita. Sie zaubert Vitra. Ja. Und er greift an. Kann er auch mal jetzt? Du Arsch. So. Er studiert. Ja, witzig. Er geht nach hinten. Sehr gut, Baby. Sehr schlecht, Sasu. Schwäche ist Blitz. Er greift an. Er nimmt Magie und zwar Blitzra. Sie zaubert Vitra auf. Eigentlich müsste sie Baby und Sasu, aber Sasu ist momentan vorne. Ja, ganz toll. Das müsste wehtun. Sehr gut. So, er gibt eine Phönixfeder auf Baby. Er heilt. Und zwar die Gruppe. Hätte ich das mal gewusst. Aber er hat ja Eis, also sollte jetzt irgendwas mit Eis kommen. Aber er macht nämlich jetzt sowieso einen Barrierenwechsel, würde ich jetzt mit Eis angreifen. Ist das auf alle gemacht oder nur auf einen? Auf alle sogar super. Schön. So, er studiert.
einmal Vitra. Sie nimmt Magie auch. Vita auf sich selber. Er greift an. Falls es jetzt nicht Eis ist. Na? Feuer. Also wir hatten jetzt Blitz, Feuer. Wo dazwischen kann man irgendwas. Was hat er gesagt? Feuer, ne? Feuer. Er greift an. Sie macht Magie Vita auf alle, damit immer so ein bisschen, ne? Und er greift an. Oh, ich hoffe, er wechselt jetzt die Barriere nicht. Sehr gut. Toll. Ich hoffe, es ist keiner von Fuß. Oh ja, das wird ein Spaß. Aber eigentlich müsste er geteilt werden. Ja. Hallo, hallo, hallo. Er studiert. Er heilt. Er wird sie ja selber wieder vermutlich. Feuer immer noch. So. Immer noch Feuer. Was hat er denn als Magie? Er kann auch Magie nutzen, also cool. Wusste ich gar nicht. So, er kann nochmal das machen. Sie geht verteidigen, er greift an. Ich nicht weiß, ob er jetzt einen Barrierenwechsel macht oder nicht. Feuer. Wind ist erstmal egal. Irgendwas trifft sowieso immer. Von daher ist es nicht so ganz tragisch. Bisschen was trifft er hier. So, er greift an. Er benutzt, weil ich jetzt nicht weiß, ob er wechselt, Feuer. Sie Vita. Und er greift an. Armleuchter, ne? Muss man ja mal sagen. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hat er studiert. Er verteidigt erstmal eine Runde. Naja, 200, die fehlen, ne? Die werde ich mal raufhauen. Naja, 4, das war ja nicht so viel. Das ist nämlich Eis. Jetzt kann er nämlich auch mit zaubern. So, sie heilt. Muss ich viel heilen? Nee. Das reicht, wenn sie Vita macht. Wieso geht das denn nicht? Aber das sind nur 12. Dann greifst du nur an. Er ist doch echt scheiße, ey. Ich mag ihn überhaupt nicht. Aber hat er gewechselt? Nee. Aber warum kann er denn? Naja, vielleicht kann er doch nicht zaubern. So, er schmeißt einmal ein Item und zwar ein Arc, das winkt schnell. Jetzt kann ich auch
auch nicht mehr zaubern. Das heißt, er macht erstmal Vita. Nein. Er macht Vita auf Sasu. So, an und für sich. Sie kann auch angreifen. Er greift auch an. Hä? Hat er jetzt keine Magie? Obwohl, er soll angreifen. Also Coco studiert. Er greift an. Sie setzt Magie ein. Auf alle? Nee. Mach Magie mal auf Sasu und er greift an. Genau. So hätte ich es gerne. Das ist in Ordnung. Schlaf nicht! Nur nicht auf Baby, bitte. Alle vorbei, sehr gut. Eis immer noch. Und trotzdem, obwohl er blind ist, da er immer noch Eis ist, er kann mich. Ich muss mal kurz einmal abwarten. Oh, 1-6-6. Sehr gut, ja, wir haben ihn geschafft. Super. Sehr, 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 sehr gut. Da freue ich mich jetzt echt. Oh, ein Erdbeben. Hab Dank, Krieger des Lichts. Die Wände können sprechen? Ich bin der Ältestenbaum aus dem lebenden Wald. Hain hat einen Zauber in mich gelegt, um mich zu beherrschen. Doch ihr habt mich von meinen Fesseln befreit. Ich danke euch, Krieger des Lichts. Nachdem ich die in mir gefangenen Menschen befreit und in ihre Heimat zurückgebracht habe, werde ich in den lebenden Wald zurückkehren. Ist aber sehr nett. Vielen Dank, vielen Dank. Nun ist es an der Zeit, zurückzukehren. Ach, das war der Baum da in der Wüste, ne? Ich bin zurück, hier gehöre ich hin. Hab Dank für eure Hilfe, meine Kleinen. Hier nehmt dies, benutzt es, wenn euch die Kraft der Dunkelheit im Weg steht. Ihr habt den lebenden Wald gerettet. Wir danken euch. Sand des Windes erhalten. Das war jetzt ganz furchtbar. So, und jetzt? Nun will ich schlafen, bis die Wunden, die Hain mir zufügte, geheilt sind. 1000 Jahre will ich schlafen. Niemand wird diesen Wald betreten können, bis ich erwache. Meine Kleinen, es ist kein Zufall, dass der schwebende Kontinent vor 1000 Jahren entstand, als die Dunkelheit die Welt verschlang. Und es ist kein Zufall, dass ihr 1000 Jahre später als Krieger des Lichts erwählt wurdet. Doch nun müsst ihr diesen schwebenden Kontinent verlassen und euch in die Welt der Dunkelheit, die Oberflächenwelt, begeben. Die Oberflächenwelt? Ihr müsst eilen, wenn ihr jetzt nicht aufbrecht, wird es weitere 1000 Jahre dauern. Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Auf ein Wiedersehen, möge euch das Glück hold sein. Oh, hat sie klein gesagt? Das ist bestimmt hier gewesen, wa? Aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Ah! Aber wo muss ich jetzt hin? Vielleicht erstmal zu dem Herrn König Argus, den könnte ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo mein Schiff ist. Wo ist das denn? Da bin ich. Da oben ist das Schloss Argus. Kann ich da runtergehen?
Ich glaube, da konnte ich sogar runtergehen. Nein, konnte ich nicht. Hä, aber ich bin doch hier schon mal mit dem Schokobo hergegangen, oder? Ach, das sind diese Viecher, ey. Aber ich erinnere mich, also er hat ja gesagt, so vornherein, das ist so ein schwebender Kontinent. Ich glaube, da unten da war schon einige bisschen härter einfach. Ah, jetzt kommen wir 1000 Kämpfe. Der Fliegermann, der dumme Boy. Dumme Boy, dumme Boy, schleifen die Hand für immer. Ich kann ganz schlecht singen, aber ihr müsst mir zuhören, denn ich habe gewonnen. So, dann gehen wir mal runter, weil wir runter müssen. Aber letztes Mal war ich mit einem Chocobo, glaube ich, hier. Ich werde erstmal speichern. Nicht erschrecken über die Zeit da unten. Ich habe zwischenzeitlich noch was anderes gemacht. Und nicht immer mache ich das, den Laptop dann aus. Wir gehen erstmal zum Schloss Argus, weil ich jetzt gar nicht weiß, was los ist. Erstmal haben wir noch einen kleinen Kampf natürlich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde, das Spiel lässt einen so alleine. Bei diesen Gegnern, die immer so am. Ja, die man am Anfang hat und die man jetzt auch so bekämpft. Da denkt man immer so, ist man krass gut geworden. Aber dann kommen noch krassere Gegner. Und dann, tja. Ich habe mich noch nicht mal mehr bewegt, Mann. Wir sind krass stark geworden. So, bevor wir jetzt demnächst ins Schloss Argus gehen, wo ich mal annehme, dass der König wieder da ist, würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Freue mich natürlich über Likes, muss aber nicht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Final Fantasy 3. Bis dann, tschüss!